So, wir kommen zu unserem Hauptequipment von unserem Video. Das ist die Sony Alpha 6500. Warum haben wir uns die zugelegt? Ein Grund ist schon mal gleich zu sehen. Sehr klein, sehr handlich, sehr leicht. Kannst du überall mit hinnehmen. Kein Problem. Das war ein Punkt. Dann hatten wir uns vorher informiert, weil wir wollten eine Kamera, mit der wir gleichzeitig filmen und fotografieren konnten. Wir wollten nicht zwei verschiedene Dinge mitschleppen, eine Videokamera und eine Fotokamera. Dann habe ich mich da eine Zeit lang schlau gemacht und festgestellt, dass bei den meisten so Kombis, sagen wir mal, das größte Problem beim Videofilm der Autofokus ist, dass die Kamera nicht in der Lage ist, den Autofokus zu halten beim Videofilm. Ausnahme, Sony Alpha 6500, haben wir ausprobiert, geht wunderbar. Es kann sich jemand auf dich zu oder weg bewegen, du tippst das einmal an, das Ding hält den Autofokus eisernfest, wunderbar. Sie macht sehr gute Bilder, 24 Megapixel Auflösung, APS-C-Sensor, also kein Vollformat, die Videos bis 4K, Zeitlupe bis 120 Bilder pro Sekunde, allerdings nur in NTSC, in PAL dann halt 100 Bilder pro Sekunde Zeitlupe. Jede Menge Einstellmöglichkeiten, das würde jetzt viel zu weit gehen, die alle zu aufzulisten. Für uns auch nicht wirklich interessant, weil wir sowohl Videofilm als auch normale Fotografie normalerweise manuell Einstellungen bevorzugen. Es hat hier oben zwei Punkte auf dem Einstellrädchen. Da haben wir die Voreinstellung gemacht für Video, einmal für normales Video und einmal für Zeitlupe. Das heißt, da können wir umschalten, zack, zack. Und dann ist gut. Und wenn wir was anderes brauchen, müssen wir dann halt ins Menü. Und beim Fotografieren gehen wir eh immer auf manuell und stellen unsere Blende, ISO und so weiter manuell ein. Und wir sind sehr zufrieden mit dem Teil. Wir haben die als Kit gekauft. Haben jetzt allerdings uns lieber das Weitwinkel zum Videofilmen zugelegt, weil das dafür wesentlich besser geeignet ist als das Kit-Objektiv, das wir hatten. Ich muss mal ganz kurz was im Hintergrund sagen. Ich würde auch, wenn ihr Interesse an der Kamera habt, nicht so ein Kit kaufen, weil bei dem Kit war immer, oder ist meistens ein Zoom-Objektiv dabei. Ja. Und das Zoom-Objektiv ist nicht geeignet für die Sony-Kamera. Das kann Michael euch gleich dann nochmal erklären. Ja. Ist das, also wie gesagt, die Kamera erfüllt alle unsere Erwartungen, die wir hatten. Es gibt einige Nachteile, die wollen wir nicht verschweigen. Nachteil Nummer eins, und das muss man ganz klar sagen, ist, sie ist sehr staubempfindlich auf ihrem Sensor. Wir hatten am Anfang Riesenprobleme, dass unsere Videos schlecht ausgesehen haben, weil du permanent irgendwelche Punkte gesehen hast. Und wir festgestellt haben, dass der Sensor permanent sich mit Staub zugesetzt hat. Wir dachten, es ist ein Fabrikationsfehler, haben die Kamera eingeschickt und so weiter und so fort. Aber nein, es ist kein Fabrikationsfehler. Das Problem ist, dass bei Zoom die Kamera durch das Vakuum, was entsteht, die Luft anzieht und sich das auf dem Sensor absetzt. Meine Frau schläft gerade ein. Ich habe gedacht, du sagst Fabrikationsfehler. Entschuldigung. Gut, weiter. Sorry, wenn es gerade gewackelt hat, ich musste gerade lachen. Ich habe gedacht, du gehst. Nein. Also, Entschuldigung. Mann, ey. Alter Schwede. Ist konstruktionsbedingt scheinbar, ist kein Fabrikationsfehler. Guter Tipp, bei jedem Objektiv wechseln, unbedingt die Kamera auspusten, damit der Sensor frei bleibt von dem Staub. Es ist ja nicht der Sensor, sondern das Glas, was davor sitzt, und eventuell sauber machen. Wenn man das gemacht hat, ist alles gut, alles wunderbar. Aber ihr darauf achten. Das zweite ist, unbedingt Ersatzakkus kaufen, weil der Akku hält nicht sehr lange.
Und es ist nichts ärgerlicher, als wenn du irgendwo bist und willst die schönsten Bilder machen oder Videos und kannst nicht, weil dein Akku alle ist. Also wir haben 3 oder 4 Akkus und das ist auch die Minimum-Ausrüstung, wenn man auf Tour geht. Dass man die sind ja nicht groß, die nehmen nicht viel Platz weg oder sind schwer, aber sollte man unbedingt haben. Die sollten noch alle schön vollgeladen sein. Ja, sonst nutzt ja der beste Akku nichts, wenn der nicht geladen ist. So, was hat es noch für Nachteile? Keine. Mir fällt keiner ein, nein. Kannst du mal was zum Mikro sagen und vielleicht zu dem Ständer, der da drauf ist? Ja, das Mikro ist ein Rode-Mikrofon. Nichts Tolles, aber sehr gut, also für uns völlig ausreichend. Und wir haben uns hier noch so ein, ich weiß gar nicht, wie das Ding richtig heißt, einen Zusatzständer dazu gekauft, damit man auch Videoleuchte mit anbringen kann, eventuellen Schirm. Ich guck mal, ob ich das. Zeig noch mal bitte jetzt die Einschubdinger, die da oben sind. Hier kannst du deine Videoleuchte mit dran machen. Wie gesagt, hier haben wir das Mikro dran. Du kannst hier auch noch einen zusätzlichen Bildschirm dran machen. Den haben wir auch für einen großen Bildschirm, dass du das besser erkennen kannst als auf dem relativ kleinen Display. Dass du das besser beurteilen kannst. Muss allerdings dazu sagen, bis jetzt konnten wir uns sehr gut auf die Kamera verlassen. Dabei geht es ja um den Fokus und den macht die einwandfrei. Also es war jetzt nicht, dass wir das nicht beurteilen konnten und naja, den großen Schirm benutzen wir an sich kaum. Ja, und dann das Mikrofon wollte ich noch sagen, zeig das nochmal ganz kurz vielleicht. Das ist ein Richtmikrofon. Da sollte man eben auch drauf aufpassen, dass man das auch wirklich dann so in die Richtung hält, wie man spricht, weil sobald man schon den Kopf so ein bisschen zur Seite dreht oder ja, geschweige denn nach hinten oder so, dann funktioniert das Ganze halt nicht mehr. Was natürlich den Vorteil hat, dass es Nebengeräusche ausblendet und sich auch auf die Sprache des Menschen, der in Front praktisch steht, konzentriert. Das ist halt ganz gut. Aber wie gesagt, man muss halt wirklich aufpassen, dass man auch das Mikrofon immer dahin hält, wo derjenige dann halt spricht, weil sonst gibt es Probleme. Dann hört man das nicht mehr so gut. Wir werden jetzt auch bei dem Video unterschiedliche Tonqualitäten haben. Ihr werdet das merken. Jetzt nehme ich gerade ja mit dem Osmo auf, damit der Michael euch die Kamera zeigen kann. Und das ist halt eine andere Tonqualität, der ist auch wesentlich leiser als bei der Sony. Die Sony hat eine mit diesem Mikrofon, mit dem Rode Mikrofon, also eine super Qualität, was Ton betrifft. Das muss man wirklich sagen. Den Unterschied werdet ihr wahrscheinlich im Video sogar merken. Und es ist nicht wie beim, wie heißt das Teil da, dass du noch einen Adapter brauchst. Ja. Steckst du direkt rein und ist gut. Ja. Einwandfrei. Nicht wie bei der GoPro, wo der noch für teuer Geld einen Adapter dann. Der nicht funktioniert. Ja. Ja. So, das war's für Sony und jetzt zeigen wir euch noch unsere ganzen anderen. Ach nein, ich sehe noch verstehen. Der unvermeidliche Gorilla-Pod. Den hat wohl jeder, der filmt oder fotografiert. Weiß ich nicht. Also der ist genial, Leute. Also ihr kennt ja den Kai sicherlich alle von Travel Camping Living. Der macht mittlerweile, der läuft mit dem Teil so ruhig, als ob man einen Gimbal in der Hand hätte. Ich weiß gar nicht, wie der das macht. Also der ist mittlerweile so geschult. Also ich bewundere ich immer wieder, wie er das macht. Und das können wir nicht, also das kriege ich nicht so gut hin. Aber das Gorilla-Pod ist auf jeden Fall super. Man kann es mal am Baum. Ja, du nutzt es normalerweise auch aus dem Hand, aus der Hand zum Filmen. Ja. Weil da kannst du besser festhalten. Ja, einwandfrei. Also ganz tolle Sache. Oder mal am Baum ran gemacht oder an irgendeinem Zaun oder irgendwas und oder einfach hingestellt auf dem Boden, steht sicher. Es ist also ein tolles Teil. Also wir finden es gut. Wer es nicht hat. Empfehlenswert. Ja, absolut, absolut. Gut, das war's jetzt. Jetzt geht's weiter. Eine Sache haben wir noch vergessen, und zwar, das ist so ein Videoleuchte oder Videolicht haben wir das. Das kann man auf Stativ machen und auch auf die Kamera drauf machen. Wir haben euch ja vorhin die Schiene gezeigt, wo man mehrere Sachen drauf machen kann. Also da haben wir dann das Mikrofon drauf praktisch und dieses Licht.
Und Michael, hältst du mal ein bisschen nach oben, dass man so ein bisschen, ich fotografiere euch das dann ab, dass ihr das besser sehen könnt, weil wir können ja jetzt nicht hier ins Licht reinfilmen. Also die benutzen wir, die kann man, vielleicht dimmst du das mal gerade ins kalte Licht, die kann man ja wohl schalten, ne? Also man kann warmes Licht damit machen und kaltes Licht damit machen. Der Herr braucht die Brille. Na, also jetzt merkt ihr, ist das richtig warm und jetzt wird es immer kälter. Und je nach Situation, wie ihr seid, ob kaltes Licht halt ist oder warmes, und könnt ihr das schön dimmen, einwandfrei. Also diese Videoleuchte ist auch wirklich sehr gut. Ja, und dann haben wir hier noch so ein paar Kleinigkeiten. Also hier nochmal wie so eine Art Gorillapod, das ist fürs Handy. Da habe ich hier so einen Handyaufsatz dran. Und den benutze ich auch sehr oft. Der ist sehr flexibel, sehr weich. Den kann man gerade gut im Wohnmobil auch nutzen. Also den benutze ich auch sehr, sehr oft, wenn es mal schnell gehen muss. Oder kannst du mal irgendwie an den Zaun ranklemmen oder irgendwo. Das ist auch ein richtig cooles Teil. Man kann das auch halten oder mal filmen oder so laufen. Wenn man nicht unbedingt einen Gimbal rausholen möchte, dann nehme ich das hier. Also auch richtig gutes Teil. Dann haben wir uns das angeschaut, das haben wir bei jemand anders gesehen. Das finde ich auch gut. Und zwar ist das so eine Kartenbox. Jetzt sind bei uns nicht ganz so viele Karten mehr drin, weil wir die alle im Gebrauch haben. Aber hast halt Platz hier für 12 Karten, für 12 Adapter und jede Menge kleine SD-Karten halt. Und das ist richtig fest, da kann ein Auto drüber fahren und da passiert nichts. Weil es gibt ja nichts Schlimmeres, als dass Karten kaputt gehen oder verloren gehen. Das passiert uns auch immer wieder, dass uns Karten verloren gehen. Die kleinen Karten fallen mal irgendwo runter und Staubsauger drüber, zack, sind sie weg und was weiß ich. Und da habe ich das jetzt letztens gesehen bei jemandem und das finde ich richtig gut, so ein Teil. So eine Kartenbox ist richtig eine gute Sache. Habe ich mir gleich auch bestellt. So, dann kommen wir noch zu den Objektiven, die wir so benutzen, und zu dem Rucksack. Der Rucksack, der ist schön leicht, ist nicht ganz so groß, haben wir extra so gemacht, weil wir wollten nicht so viel irgendwie mit rumschleppen. Hat hier vorne eine Tasche, wo man was reinstecken kann, hier an den Seiten. Hat hier oben eine Tasche, da haben wir meistens die Kamera drin, wo wir die ja meistens an der Hand haben oder irgendwie ja, umhängen oder wie auch immer. Kann man auch noch eine Jacke reinstecken oder was zu trinken. Und ja, dann haben wir, ne, hier hinten ist dann halt praktisch die Öffnung für die Objektive. Erst haben wir gedacht, oje, musst du mal abmachen den Rucksack, wenn du mal ran willst. Aber auf der anderen Seite ist es wirklich sehr, sehr gut, weil das zieht niemand auf, wenn du mal in der Stadt bist und oder auf dem Markt und jemand greift dir da hinten rein. Das kann halt nicht passieren, weil den hast du halt auf dem Rücken, kommt keiner ran. Also das ist schon richtig gut durchdacht. Ja, und hier haben wir halt nochmal so Fächer für so Kleinkram, Akkus oder Ladestation, Filter, Fotofilter. Und hier hinten ist auch nochmal eine Tasche drin, da habe ich immer hier den Püschel für das Mikrofon drin, damit nicht zu viel Fusseln irgendwo vorne dran kommt. Weil der Nachteil bei unserer Sony Alpha 6500 ist ja, dass die sehr schnell schmutzig wird, hat Michael ja schon erzählt. Ja. Hoppala. Und ja, da haben wir jetzt zum Beispiel auch hier so ein Zoom-Objektiv drin, da möchte ich gar nicht so viel näher drauf eingehen, wir verlinken das unten. Wir nutzen es nicht mehr sehr oft. Am Anfang haben wir damit sehr viel gearbeitet, weil das natürlich praktisch ist. Ne? Kannst alles ranzoomen und so weiter und weggehen. Und ja, aber was passiert ist durch diesen Zoom, jedenfalls bei der Sony Alpha 6500, durch diesen Zoom kommt sehr viel Schmutz in das. Ja, weil du ziehst ein Vakuum, beim Zoom und da muss ja irgendwo Luft reinkommen und die macht das auch und dann setzt sich der Staub halt nur mal auf dem Sensor oder auf dem Glas von dem Sensor ab. Das kann ja bei einem Spiegelreflex nicht passieren, da bleibt das an dem Spiegel hängen und gut ist. Weil mit der Nikon hat man da noch nie. Nee, ich war am Anfang ganz verzweifelt, ich konnte mir das überhaupt nicht erklären, weil ich ja schon jahrelang fotografiere und hatte mit meiner Nikon nie Probleme gehabt, ja, und dann, bis wir dann irgendwann mal drauf gekommen sind, das hat eine Weile gedauert, hat auch niemand irgendwo von den Fotografen bemängelt,
Wir haben es dann auch erfahren durch andere, die uns geschrieben haben und die das gleiche Problem haben. Und jetzt machen wir es halt anders. Jetzt sind wir wirklich hyper vorsichtig mit der Sony. Benutzen immer unser Kit, was wir hier auch haben zum Reinigen, Reinigungskit. Und da gibt es ja verschiedene Sachen. Es gibt auch, habe ich gesehen, so Sticks, die sind wohl wie so ein Gummi oder was das ist. Und da kann man die Sachen wegtupfen. Das werden wir uns auch noch holen, weil es einfach bei der Sony wichtig ist, dass man auf jeden Fall ein Reinigungskit dabei hat. Und wir haben uns jetzt angewöhnt, wirklich vor jeder Benutzung wirklich alles sauber zu machen. Ne? Ja. Und auch immer vorsichtig alles benutzen, immer schön nach unten halten und ja nicht irgendwie. Also wir sind wirklich sehr, sehr vorsichtig geworden. So, bitteschön. Dankeschön. Das hat uns zugelegt für hauptsächlich zur Fotografie, ein 55 bis 210 Millimeter Brennweite Zoom. Die Anfangsbrennweite war, glaube ich, 4,5 bei 55. Na, ich will nicht lügen hier. Ja, 4,5 und bei 210 ist die Anfangsbrennweite 6,3. Das heißt, mit der Lichtstärke ist es natürlich nicht so weit her. Man muss allerdings auch mal den Preis hier ins Spiel bringen. Das Objektiv kostet ungefähr ein Viertel von einem vergleichbaren Zoom-Objektiv mit einer durchgehenden Blende von 2,8. Und das Geld wollten wir nicht investieren. Nee, ich habe ja auch noch meine Kamera und wir haben ja für die Nikon auch jede Menge gute, sehr gute Objektive. Das Objektiv selbst ist gut, wenn die Lichtverhältnisse gut sind, ist nichts dagegen zu sagen. Es ist einwandfrei. Aber so für Urlaub und gerade zum Laufen auch leicht. So leicht. Ja. Ganz leicht. Das ist der Vorteil von diesem ganzen Sony Alpha System. Das ist alles sehr leicht. Sehr leicht, ja. Und das ist angenehm. Schweres Glas durch die Gegend. Genau. Wir nehmen den auch immer mit. Ja. Also die Objektive nehmen wir meistens mit. Weil die wiegen ja nicht viel. Also, nee. Und wenn man sie doch mal braucht, ne, dann hat man sie dabei irgendwo. Das sieht dann bei der Nikon schon wieder anders aus, wenn du da den Rucksack dann anhebst, wenn du die Objektive drin hast. Das kannst du nicht eine Riesenwanderung machen. Nee. Das geht einfach nicht. Ne. Man muss halt immer sehen, für was man irgendwas braucht. Ja, so, und dann haben wir jetzt hier noch eine Festbrennweite 35 mm. Und die haben wir auch, benutzen wir auch recht oft, muss ich sagen. Gutes Objektiv, auch leicht. Ja, Preis-Leistung super an dem Tag. Absolut. Kann man nicht meckern. Das wird nicht gut. Ja, und das war's. Und dann haben wir das Weitwinkel, was wir drauf haben. Und damit, das arbeiten wir ja am meisten eigentlich, weil wir ja doch viel Videos auch machen. Und das Weitwinkel ist mega geil, finde ich, weil man kann auch verschiedene Einstellungen machen, ohne dass es auch irgendwie dann verzerrt. Also das ist auch ein richtig cooles Objektiv, finde ich. Ja, also wir sind damit wirklich sehr zufrieden. Und zu guter Letzt kommen wir jetzt noch zum Bearbeiten unserer Videos. Dafür bin ich ja zuständig, aber trotzdem wird euch der Michael was zu meinem ganz tollen Laptop sagen. So, dann leg mal los. Was haben wir denn hier? Also ich bin mit Technik nicht so gut bewandert, sage ich euch ganz ehrlich. Man muss mir das hinstellen, es muss funktionieren. Ja, ich habe mir kann jetzt nicht zu den Daten von so einem Laptop irgendwie viel sagen. Das macht der Michael. Ich habe mich da ein bisschen schlau gemacht und sagen wir auch hier wieder, Preis-Leistung sollte in Ordnung sein. Ein Apple ist, ich will nicht sagen unerschwinglich, aber eine Preisklasse, wo wir uns nicht mit befassen. Du musst ja dann auch alles dazu haben. Ja, das kann, sicher. Du musst ja nicht nur einen Apple Monitor, musst das ganze System ja auch bestimmen. Und das Teil war für den Preis meiner Ansicht nach perfekt. Hat einen Intel Core i7 der 8. Generation drin als Prozessor. Eine 128 GB SSD als fürs Betriebssystem und für deine Programme. Eine 512 GB normale Festplatte für deine Daten, was völlig ausreichend ist, weil wir die Daten auf diese Festplatte duplizieren, dann rüberschieben auf die SSD, in dem Programm bearbeiten und zum Schluss, wenn alles fertig ist,
wird alles vom Laptop abgeräumt, geht auf unsere externe 4 Terabyte Festplatte. Dann möchte ich noch einen kleinen Satz dazu sagen. Also wir benutzen jetzt nur noch diese externen Festplatten. Ich habe früher, hatten wir diese kleinen, weil die ja natürlich praktisch sind, wenn man irgendwo unterwegs ist, ne? Und die, wir haben so viel Pech mit den Dingern gehabt, die sind uns andauernd abgeschmiert und kaputt gegangen und Feierabend ist, also wir benutzen nur noch die, wir nehmen auch die großen mit, fertig aus, es hat ein bisschen mehr Platz, aber die sind auf jeden Fall ja, etwas sicherer und gehen nicht so schnell kaputt, es sei denn, man schmeißt sie natürlich runter, aber mit denen haben wir super gute Erfahrungen gemacht, sind auch recht schnell, ne? Ja. Also, das wollte ich nur sagen, also wir nehmen nicht mehr diese kleinen, handlichen. Damit haben wir nicht so gute Erfahrungen gemacht. So, Entschuldigung. Oh. Ja, auf jeden Fall ist der Laptop in Zusammenarbeit mit dem Bearbeitungsprogramm recht, recht fix. Also Rendern auch von 4K-Videos ist überhaupt kein Thema. Macht der klaglos und auch recht schnell. Ja, geht echt zügig. Also der rendert auch wirklich... Ich konnte es am Anfang gar nicht glauben, weil unser großer Prozessor, Computer oben, also der hat länger gebraucht als der hier. Ich wollte es gar nicht glauben, aber es ist Tatsache so gewesen. Okay. Das war so, also das weiß ich ganz genau. Ja, also das ist wirklich ein richtig cooles Teil. Also so für Fotografie, jetzt Urlaubsfotografie reicht das auch aus. Man kann halt bei dem Computer leider den Monitor nicht kalibrieren, deswegen ist er nicht für professionelle Fotobearbeitung gedacht. Aber ich mache ja nun auch unsere Videos, wenn wir in Urlaub, unsere Fotos und wenn wir in Urlaub fahren, auch mit dem Laptop. Und ich denke, man kann sie zeigen, also es ist alles gut. Kann man auch nehmen. Also ich finde den Computer, also den Laptop richtig cool und das ist also eines meiner wirklich großen Lieblingsprodukte. So. Und bearbeiten tust du deine Videos? Ah ja, mein Bearbeitungsprogramm, da haben mich ja schon viele gefragt. Also ich arbeite nicht mit Adobe, ich arbeite mit Cyberlink Power Director. Mit dem Videobearbeitungsprogramm bin richtig gut zufrieden. Und ich habe so ein Abonnement, da sind 3 Sachen in einem, also das ganze Paket. Da hast du Audio-Bearbeitung, Fotobearbeitung und Videobearbeitung. Nun habe ich ja auch Photoshop, weil ich nun mal mit Photoshop auch beruflich arbeite. Und aber ich muss echt sagen, das Fotobearbeitungsprogramm von Power Director ist wirklich gut. Also da gibt es, also wirklich gut, gibt es absolut nichts zu sagen. Und ich zahle, glaube ich, 8 € im Monat, wenn du das Jahresabo nimmst. Mhm. Für alle 3 Sachen. Für Audiobearbeitung, Videobearbeitung und Fotobearbeitung. Ich finde es gut, ich komme mit dem Programm gut zurecht. Es gibt auch mittlerweile gute Tutorials in Deutsch über das Programm. Und die machen auch Webinare, wo sie einladen, wo man abend mitgucken kann. Und also ich bin mit dem Programm sehr zufrieden. Ja, muss nicht immer Adobe sein, kann auch mal was anderes sein. Also ich bin wirklich sehr zufrieden. So, ihr Lieben. Das war's, war ein bisschen lange heute, aber naja, lässt sich nicht ganz vermeiden, wenn man ein bisschen was erklären will. Ja, wir werden euch die Produkte jetzt unten verlinken. Amazon hat ein neues Programm, wo man die Sachen vorstellen kann. Ich habe das eine Zeit lang rausgenommen, nach dem Sommer, nach dem Video, wo mich ja viele nicht missverstanden haben, sondern ich habe mich vielleicht missverständlich ausgedrückt, aber ich glaube, die, die mich verstehen wollten, haben mich auch jetzt verstanden. Wir nehmen jetzt diesen Amazon-Kanal wieder rein, aus dem einfachen Grund, ich nutze es bei anderen auch und bestelle mir dann irgendwas, weil ich nicht lange suchen muss und ich unterstütze denjenigen mit einem ganz kleinen Provision, was man so kriegt. Das ist wirklich nicht viel. Und wir haben jetzt überlegt, das Neue, was von Amazon jetzt gibt, wie heißt das? Storefront oder so eben. Storefront, ja, da kann man dann sehen, was wir so haben und andere haben und kann dann da irgendwo draufklicken und kann das dann halt, musste keine Link mehr, glaube ich, sondern Bilder, ne? Ja, das ist wie im du klickst da drauf und dann kommt
direkt von Amazon, ist alles zusammengefasst. Wenn einer in deinen Store geht, kann er mit, als wenn er auf der Amazon-Seite wäre. Ja, das ist jetzt das heißt auch nicht, dass wir es verkaufen. Nein, natürlich nicht. Also es ist halt neu. Wir müssen das erst einrichten und auch gucken, wie es funktioniert. Dann haben wir gesagt, das machen wir, das finden wir gut. Und ja, ich hoffe, ihr versteht das. Und ja, wir würden uns auch freuen, wenn euch das Video gefällt oder wenn euch andere Videos gefallen, ihr auch auf den Abo-Button drückt. Das habe ich ja auch mal gesagt, dass ich das nicht möchte, andauernd erwähnen. Ich habe in den Analysen allerdings festgestellt, dass wir einen recht guten Zuspruch auf unserer Seite haben, aber im Verhältnis gesehen zu dem Zuspruch, was wir auf unserer Seite haben, relativ wenig Abos haben. Deswegen erwähne ich es jetzt einmal. Es ist auch schön, wenn ihr auf den Abonnier-Button drückt. Asche über mein Haupt. So, in diesem Sinne, vielen Dank. Bis bald. Das nächste Video gibt euch bekannt, wann die Tombola, die Weihnachtstombola stattfindet. Es sind noch nicht alle Geschenke da. Und dann sage ich euch Bescheid, wann wir das machen. Dieses Jahr nicht am Nikolaustag, da der gute Herr arbeiten muss an dem Tag. Wir werden es etwas später machen. Und aber die Bekanntgabe, was ihr dafür tun müsst, um daran teilzunehmen, das sagen wir euch noch. Da melde ich mich dann nochmal. Es gibt wieder Geschenke. Geschenke, Geschenke, Geschenke. Als Dankeschön, dass ihr immer so fleißig dabei seid. Ja, so machen wir das. Und jetzt tschüss. Ciao.